Im Herbst des Jahres 1834, nach unserer Überquerung der gewaltigen Gebirgskette der Anden, war unsere Expedition wieder in Richtung auf die pazifische Küste unterwegs. In meiner Satteltasche hatte ich die versteinerten Muscheln, die meines Erachtens bewiesen, dass dieses Gebirge infolge eines enormen Erdbebens vom Meeresboden hochgestoßen worden sein muss. Aber meine Begeisterung wurde bald geschmälert. Ich wurde plötzlich krank. Don Pedro, Señor Angélica, ya estamos de vuelta. Vengan a darnos una mano, que un caballero viene enfermo. Ich erfuhr nie, ob der Grund für meine plötzliche Erkrankung vom Stich eines giftigen Insekts herrührte. Aber mein Gesundheitszustand war von da an zeitlebens beeinträchtigt. Langsam, Darwin. Seid vorsichtig. Vorsicht! Anduvo apunando el caballero. In Valparaiso erwarteten uns schlechte Nachrichten. Im vorangegangenen Jahr hatte Captain Fitzroy auf seine Kosten ein zweites Schiff gekauft, um es ebenfalls zur Vermessung der Küste einzusetzen. Ich war erstaunt, von Wickham zu hören, dass dieses Schiff, die Adventure, nun verkauft werden sollte. Morgen wird sie auf Befehl der Admiralität verkauft. Die Hälfte der Männer wird ausbezahlt, der Rest kommt zurück an Bord der Beagle. Also belegen Sie so schnell wie möglich Ihre Kabine wieder. Wir werden ziemlich überfüllt werden. Wie hat es Fitzroy aufgenommen? Gar nicht gut. Sie wissen ja, in welcher Verfassung er war, bevor Sie abreisten. Er denkt, seine Laufbahn ist ruiniert. Er hat angefangen, sogar Sie zu kritisieren. Wissen Sie, Sie beide sind wie ein paar Jungen auf einer Schaukel. Je höher Sie in Ihre Berge gehen, umso tiefer sinkt der Captain. Das ist absurd, Wickham. Wir sind die besten Freunde. Oh ja, Sie sind Freunde. Aber ich beobachte Sie beide nun schon über 3 Jahre. Wenn Sie in Hochform sind, fühlt er sich in seinem Genius getadelt. Ihm geht es wirklich am besten, wenn Sie seekrank sind. Das ist so ein Unsinn. Wo ist er jetzt? In seiner Kabine. Und dort ist er schon seit Tagen. Seien Sie vorsichtig, Philosoph. Das ist nicht nur eine seiner Launen. Diesmal ist es etwas ganz anderes. Fitzroy. Schön, wieder hier zu sein. Oh, Sie sind es, Philosoph. Wo waren Sie die letzten Tage? Ich war 4 Wochen weg, Fitzroy. Tatsächlich? Oh ja. Richtig. Wie war's bei Ihnen, Captain? Gibt's was Neues? Was soll die Frage, Darwin? Man erzählt, Sie hätten so viel gearbeitet. Man erzählt. Und was hat man Ihnen noch erzählt? Hat man Ihnen auch davon erzählt? Dass Sie ein Schreiben von der Admiralität bekommen haben? Ja. Dann lesen Sie, Darwin, lesen Sie. Ich werde getadelt von den Lordschaften, weil ich die Adventure mit meinem Kapital gekauft habe. Sie wollen mir den Betrag nicht erstatten. Sie bezahlen nicht mal die 20 weiteren Männer. Würden Sie jemals von offizieller Stelle getadelt, Darwin? Nein, noch nie. Ich vorher auch noch nicht. Sie können aber nicht den Erfolg des ganzen Unternehmens in Frage stellen. Diese Küste wurde noch nie so gut vermessen. Von nun an hat die Beagle die Arbeit von 2 Schiffen. Sie haben doch nicht vor, nochmal nach Süden zu fahren. Haben Sie daran gezweifelt? Das wird die Mannschaft nicht begeistern. Ich glaube, ich habe Ihnen schon oft gesagt, die Mannschaft trifft keine Entscheidungen auf meinem Schiff. Hier bestimme immer noch ich. Natürlich.
Sehen Sie sich das an. Eine versteinerte Muschel. Wissen Sie, wo ich sie gefunden habe? In den Anden, in 4000 Meter Höhe. Ist das nicht seltsam? Die Muschel lag einmal auf dem Meeresgrund, Fitzroy, und irgendwie ist dieses Darwin, sind Sie hier hereingekommen, um mich zu provozieren? Ganz sicher nicht. Sie versuchen, mich zu provozieren. Aber ich versichere Ihnen nicht. Sie versuchen, wiederholt meinen Glauben zu untergraben. Wir haben oft davon gesprochen. Die Bibel sagt, wie die Erde erschaffen wurde. Warum hören Sie nicht endlich auf, die Autorität der Bibel zu untergraben? Ich zweifle nicht im Geringsten an Ihrer religiösen Aussage, Fitzroy. Oh. Und wessen Wort sollen wir dann als das Evangelium betrachten? Gottes oder Ihres? Tut mir leid, ich hätte nicht davon reden sollen. Meine Arbeit ist voll langweilig für andere. Ich bin krank gewesen, wissen Sie? Die Leute von Valparaiso waren sehr nett zu mir. Sehr gastfreundlich. Ich weiß. Caulfield und seine Freunde haben mich gepflegt. Wir müssen uns bedanken. Das habe ich schon getan. Ich denke, ich sollte für diese Leute einen großen Empfang geben, hier an Bord. Oh, ich glaube nicht, dass es nötig ist. Was? Ich glaube nicht, dass Sie das erwarten. Das ist typisch. Ja, das ist typisch für Sie. Ich meine, Sie doch sind nur, ganz genau einer von der Sorte Männer, die Gefälligkeiten annehmen und sich nicht dafür revanchieren. Sie sind ein Schmarotzer, Darwin, das sind Sie, ein Schmarotzer! Wie würden Sie es bezeichnen, Beinau? Eine krankhafte Depression des Geistes und Verlust der Entscheidungskraft und Entschlossenheit. Hält das an? Oh nein, er wird's überstehen, wenn er sich nicht vorher das Leben nimmt. Ach, kommen Sie, Beinau, das würde er nie tun. Der vorige Captain dieses Schiffes hat sich in seiner Kabine umgebracht, wussten Sie das, Selwyn? Fitzroys Onkel nahm sich das Leben, das liegt in der Familie. Hier, das müsste Ihnen helfen. Das Schreiben gab Ihnen den Rest. Er wollte auf der Karte jeden weißen Fleck ausfüllen zwischen Patagonia und Peru. Das wäre die größte Vermessungsreise aller Zeiten geworden. Ich fürchte, dass seine Ambitionen in Besessenheit umschlugen. Er gibt sicher den Umständen nicht nach. Ach, verflucht noch mal, Darwin. Ich habe Sie gebeten, ihn nicht zu provozieren. Ich musste deswegen bis Mitternacht an Deck bleiben. Tut mir leid, ich hätte damit warten sollen. Wo ist er denn jetzt? Immer noch in seiner Kabine. Ich war eben bei ihm. Und? Er sagt, sein Befehl war, die Küste komplett zu vermessen und er hätte versagt. Niemand hätte mehr leisten können. Und was haben Sie gesagt, Wickham? Mir war nicht gestattet, etwas zu sagen. Er hat das Kommando niedergelegt. Er möchte, dass ich es übernehme. Also? Erledigt. Und somit hat die Adventure einen neuen Besitzer. Ich hoffe, sie ist in guten Händen. José Ribeiro. Ich glaube, das ist ein mexikanischer Schmuggler. Wissen Sie, es war ein eigenartiges Gefühl, meinen Namen unter den Vertrag zu setzen. Sie werden sich daran gewöhnen. Jedenfalls erzielten wir einen guten Preis. 7.500 Dollar, inklusive aller Segel und Aufbauten. 1.500 Dollar mehr, als der Captain bezahlt hat. Und Ihre weiteren Pläne? Die Küste fertig vermessen und hoffen, dass der Captain sich erholt. Wenn nicht, zurück nach England. Nichts auf der Welt könnte mich dazu bringen, noch einmal nach Feuerland zu fahren. Und was ist mit Ihnen? Sie sind willkommen an Bord, das wissen Sie. Danke, ich weiß. Aber ich möchte noch mal in dieses Gebirge. Dann werden Sie uns also verlassen. Ja. Ich werde noch mal die Anden überqueren. Dann gehe ich nach Buenos Aires und von dort fahre ich mit dem ersten Schiff nach Hause. Also viel Glück. Mit Ihrer Sammlung überall an Deck werden Sie uns sicher fehlen. Glauben Sie, dass ich an all dem schuld war? Nein. Wenn Sie mich fragen, das wäre so und so passiert.
Herein. Die Post aus der Heimat, Sir. Ein Handelsschiff ging gestern Abend vor Anker. Schon wieder von den Lordschaften der Admiralität. Zweifellos Anweisungen, bei nächster Gelegenheit die Beagle zu verkaufen. So billig wie möglich. Danke, Mr. Wickham. Wann wollen Sie nach Süden segeln? Ich habe unsere Befehle studiert. Das hoffe ich, Mr. Wickham. Sie sind hier nun der oberste Kommandant. Mir tut es leid, dass ich Sie hier immer noch mit meiner Gegenwart beschämen muss. Die Kabine wird bei nächster Gelegenheit die Ihre sein. Das ist nicht notwendig, Sir. Ich bestehe darauf. Vielleicht kann ich mit diesem Handelsschiff nach Hause fahren. Wenn Sie auf Südkurs gehen. Ich fahre nicht nach Süden, Captain Fitzroy. Die Vermessungen, Mr. Wickham, sind nicht komplett. Es ist die beste Vermessung, die je an dieser Küste gemacht wurde. Mit zwei Schiffen hätte ich die Aufgabe perfekt erfüllt. Aber Sie haben Ihre Befehle ausgeführt, Sir. Ich darf zitieren. Ich kenne die Befehle, Mr. Wickham. Ich möchte mich jetzt auf meine Post konzentrieren. Das sind nun Ihre Befehle. Ich habe das Kommando niedergelegt. Darf ich mich setzen, Sir? Bitte. Hier, nördlich von Feuerland, soll die Beagle so viel von der Westküste Südamerikas vermessen, als die Zeit erlaubt, und soll dann weiterfahren in den Pazifik. Sir, haben Sie mir zugehört? Oh, entschuldigen Sie, Mr. Wickham. Das ist ein Spiel der Ironie. Meine Beförderung vom Kommandanten zum Captain wird hiermit endlich bestätigt. Oh, das sind doch gute Neuigkeiten. Darauf haben Sie doch schon gewartet. Es bleibt bei meiner Demission. Nun zu diesen Befehlen. Was wollten Sie sagen? Es ist ganz klar, Sir. Unser Befehl lautet, so viel von der Küste zu vermessen, als die Zeit es erlaubt. Somit bleiben uns hier noch 5 Monate, bevor wir Kurs auf Neuseeland nehmen. Nun hätte ich noch 2 Vorschläge zu machen, Sir. Erstens, wir segeln nicht weiter als bis zum Kap Tres Montes. Dann haben wir genug Zeit, die Vermessungen in diesem Sektor bis Valparaíso fertigzustellen. Und zweitens... Ja? Ich schlage vor, dass Sie das Kommando über dieses Schiff wieder an sich nehmen, Captain Fitzroy. Ohne Sie an Bord erhält die Beagle den Befehl, zurückzusegeln nach England. Jeder Mann an Bord dieses Schiffes wünscht, dass Sie kommandieren sollen. Sie verpassen die größte Chance Ihrer Laufbahn. Sie sind ein feiner Mann, Mr. Wickham. Ich wünschte, Ihre Lordschaften wären heute Morgen anwesend in dieser Kabine. Ich bin herzlich froh, dass Sie es nicht sind. Ich denke, wir sollten einen Empfang geben für all die Gastfreundschaft, die uns in diesem Hafen zuteil wurde. Der britische Konsul Edwards wird wissen, wen man einlädt. Ja. Den Intendant und alle wichtigen Leute. Und einige hübsche Mädchen, Mr. Wickham. Ich denke, wir haben alle etwas Ablenkung verdient. Ich sorge dafür. Kann ich das schon bekannt geben? Natürlich. Cuando ustedes entraron al puerto, se me dijo de que eran contrabandistas.
Der Intendente sagt, als Sie mit Ihrem Schiff hier im Hafen einliefen, hat man ihm berichtet, Sie wären Schmuggler. Schmuggler. Die Admiralität wäre befremdet, wenn sie erführe, dass wir diesen Eindruck erwecken. Mussten Sie ihn überreden? Es hat nicht viel gebraucht. Wenn Sie mich fragen, hat er ohnehin nie richtig aufgehört zu kommandieren. Jetzt, wo er seine Depressionen überwunden hat, ist er wie ausgewechselt. Und tut, als wäre nichts gewesen. Das hat er schon mal gehabt. Ja, ich weiß. Wenn Sie es noch mal zu Krach kommen lassen, Darwin, wegen irgendwelcher Religionsfragen oder Ihrer verdammten Geologie, dann... Ich werde nicht, ich verspreche es. Wir sind wieder die besten Freunde. Nun gut. Also, kommen Sie. Wir müssen unseren Teil zur Unterhaltung beitragen. Vorsicht auf den Stufen, meine Damen. Hallo, Darwin. Hallo. Oh, verzeihen Sie, Sir. Hier entlang, meine Damen. Also... Hier verbringen wir den größten Teil unserer Freizeit. Was machen Sie da? Oh, essen, schlafen, Briefe schreiben. Nicht sehr aufregend, fürchte ich. Es ist alles so klein. Zu wie viel sind Sie? Auf diesem Schiff mehr als 70. Oh. Etwa 10 sind hier drin, aber nicht zur selben Zeit. Einige sind immer auf Wache. Möchten Sie, interessiert Sie mein Bett? Oh, ja. Also dann hier entlang, meine Damen. Kommt doch mit. Ladies first. Hier ist es ein bisschen eng für den Spaß, meine ich. Venimos en pax. Te amos, tu bien voluntad al pueblo chileno. Mein Spanisch ist auch nicht mehr das, was es war. Würden Sie dem Intendente bitte erklären, dass ich auch mit Politik zu tun hatte? El Intendente, que era también ligada a la política. Er fragt, ob Sie Pläne hätten, Präsident Ihres Landes zu werden. Das nicht gerade. Ich war Parlamentskandidat für Ipswich, kurz vor unserer Reise. Und verlor. Und verlor, wie Mr. Darwin schon sagte. Hätte ich gewonnen, wäre keiner von uns heute hier. Für welche Partei haben Sie kandidiert? Die Konservativen. Ich sprach gegen die Reformgesetze. Ich fürchte, das hat meiner Laufbahn geschadet. Die Admiralität, die voll liberaler ist, fand es unangebracht für einen Marineoffizier, sich in öffentliche Diskussionen einzulassen. Ich hätte Sie gerne gesehen, Fitzroy. Was sagten Sie zur Verteidigung der verrotteten Stadtteile? Sie müssen verzeihen, Mr. Edwards. Mr. Darwin teilt die Kabine mit mir, obwohl wir politisch unterschiedlicher Meinung sind. Ich sagte, wenn ich mich recht erinnere, dass man einen Baum nicht zu fällen braucht, bloß wegen einiger kranker Äste. Aber wenn ein Baum bis in die Wurzel verrottet ist, Captain? Ganz genau, das ist der Punkt, Mr. Edwards. Uns gebührt der Dank für die Erfolge am Nil, Waterloo und Trafalgar. Die Welt beneidet uns darum. Darwin, ich glaube, wir sollten uns um die Damen kümmern. Gentlemen. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Schiff, Mr. Edwards. Durchweg anständige Seeleute. Aber die Qualifikation zur Wahl in England ist heute so einfach, dass es unvermeidbar ist, dass Sie sogar einen aus Ihren Reihen ins Parlament wählen. Ist das noch das England, wie die Welt es kennt? Ich habe Sie gewarnt, Philosoph. Lassen Sie ihn in Ruhe. Ein falsches Wort und er versteckt sich wieder für Wochen in seiner Kabine. Ich dachte, Religion und Geologie wären die Themen, die tabu sind. Das war Politik. Warum gehen Sie nicht und beschäftigen sich auch einmal mit den Senoritas, anstatt den Captain schon wieder zu verärgern? Ja, wenn ich nur wüsste, wie. Ich verfüge leider nicht über Solomons gewinnende Art. Ja, ich auch nicht. Haben Sie das bemerkt? Was? Ich bin nicht sicher. Das Schiff hat geschwankt. Wahrscheinlich eine größere Welle mittschiffs. Wir haben keine Wellen. Eigenartig. Sehen Sie, das ist wie auf einer Gartenschaukel. Oh, Vorsicht! Na gut, kommen Sie runter, jetzt bin ich an der Reihe. Oh. Was war das? Ich weiß nicht. Das Schiff wurde erschüttert. Vielleicht haben wir Grund berührt. Seit gestern habe ich 3 Erdstöße gezählt. Aber nichts Ernsthaftes. Unsere Gäste nahmen es ernst genug. Noch nie sah ich Menschen so schnell von Bord gehen. Besonders die Damen. Sie denken, dass es ein Land sicherer sei als auf dem Meer. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt.
Sie sind um Ihre Güter besorgt. Natürlich. Edwards meint, das Beben könnte andauern. In diesem Fall müsste ich mich nach einem neuen Ankerplatz umsehen. Oh. Ich wollte mit Covington von Bord gehen, um noch einige Proben zu sammeln. Nach sichtbaren Auswirkungen sehen. Mit Ihrer Erlaubnis. Wie die Dinge liegen, spricht nichts dagegen. Aber gehen Sie nicht ins Landesinnere. Sollten wir gezwungen sein, auslaufen zu müssen, ich ließe Sie ungern zurück. Wir gingen an Land und erforschten das Hafenufer. Was suchen wir heute, Mr. Darwin? Käfer, Steine, Muscheln? Was immer wir finden, Covington. Durch die völlig ruhige Atmosphäre ließen wir uns irreführen. Niemand, der dieses friedvolle Leben hiermit angesehen hat, wäre auf die Idee gekommen, dass die hier ansässigen Menschen in permanenter Angst vor Erdbeben leben. Buenos dias. Buenos dias. Es ist fast zu heiß zum Laufen. Wir hätten bis abends warten sollen. Was sagte Mr. Wickham zu Ihnen, als wir von Bord gingen? Er sagte... Na? Er sagte, um Gottes Willen keine Steine mehr. Das Schiff ist schwer genug. Was ist das, Sir? Ein weiteres Erdbeben, fürchte ich. Wo sollen wir hinlaufen, Sir? Es hat keinen Sinn, wegzulaufen. Die 2 Minuten, die es dauerte, schienen mir wie eine halbe Ewigkeit. Wenn man ein Erdbeben miterlebt, werden die ältesten Assoziationen zur Erde zerstört. Der Erdboden, der Inbegriff aller Solidität, bewegt sich unter unseren Füßen wie eine dünne Flüssigkeit. Diese Sekunden vermitteln dem Gehirn merkwürdige Gefühle der Unsicherheit, die selbst durch stundenlanges Nachdenken nicht nachzuvollziehen sind. Einige Tage später ritten wir in ein Dorf in der Nähe von Concepción. Uns bot sich ein Bild furchtbarster Verwüstung. Wann ist das passiert? Über 100 Menschen fanden in dieser Gegend den Tod. Und viele lagen noch unter den Trümmern begraben. Das Beben kam mit einer unermesslichen Gewalt, ohne die geringsten Vorzeichen. Die Gewohnheit dieser Menschen, bei der leisesten Erschütterung fluchtartig ihre Häuser zu verlassen, hat zweifellos vielen das Leben gerettet. Die einzelnen Beben folgten in kurzen Abständen, innerhalb weniger Minuten. Und der Himmel verdunkelte sich durch eine dicke Staubwolke. Niemand wagte sich anfangs, den Ruinen zu nähern, und keiner wusste, ob nicht seine teuersten Verwandten oder Freunde unter den Trümmern begraben waren.
Ich werde nie wieder lachen, wenn ich sehe, dass Menschen bei der geringsten Erschütterung aus ihren Häusern fliehen. Das war das schlimmste Erdbeben, das es in Chile jemals gab. Wenn auch das letzte immer das schlimmste sein wird. Selbst der unstete Wind ist nicht so unsicher wie die Erdkruste unserer Welt. Die merkwürdigste Erscheinung als Folge dieser Beben war das permanente Ansteigen der Erdoberfläche. Die ehemalige Flutlinie war verschwunden. Und die ortsansässigen Einwohner waren sicher, dass eine kleinere Felsgruppe, die nun deutlich aus dem Wasser ragte, vorher vom Meer bedeckt war. Rund um die Bucht war die Erde offensichtlich um etwa einen Meter gehoben. Auf Kurs, Sacken! Top- und Bramsegel setzen! Ei, ei, Sir! Auf Kurs, Sacken, Top- und Bramsegel setzen! Im September nahmen wir Kurs auf die Galapagos-Inseln, etwa 600 Meilen westlich vom südamerikanischen Kontinent und direkt am Äquator. Kommen Sie, Mr. Darwin, Delfine! Diese wohl intelligentesten Säugetiere des Meeres schienen förmlich die Gesellschaft des Menschen zu suchen und sprangen verspielt durch die Bugwellen unseres Schiffes. Als wir uns den Inseln näherten, entdeckten wir einen Manta, oder auch Teufelsrochen genannt. Die geschmeidigen Bewegungen seiner mächtigen Flossen schien wie der Flügelschlag eines riesigen Vogels. Zurück an die Arbeit, Männer. Die Insel kennt ihr doch. Von weitem schienen diese vulkanischen Inseln nicht viel mehr als karges Gestein zu sein. Aber sie hatten etwas Mysteriöses, was uns alle an Bord neugierig machte. Los Islas Encantadas. Die verzauberten Inseln. Und warum nennt man die Inseln verzaubert? Oh, wegen ihrer Schönheit vermute ich. Warum sonst? Oh nein. Ich kenne Leute, die sie ausgesprochen hässlich finden. Aber bitte, Captain, keine Geschichten von wunderschönen Sirenen, die uns ins Verderben stürzen. Nein, nein. Man nennt sie verzaubert wegen der Strömungen, die zwischen den Inseln herrschen. Sie sind so stark, dass die Spanier, die als Erste hier waren, glaubten, ihre Schiffe wären verhext. Sie nahmen einen bestimmten Kurs auf und kurz darauf waren sie auf einem ganz anderen. Also Vorsicht, Mr. Wickham. Ich passe schon auf, Sir. Ach, Galapagos. Was heißt das? Schildkröten. Jetzt hat einer gebissen, wirklich? Wie viel Trinkwasser haben wir noch? Für noch ungefähr 10 Tage, Sir. Nehmen Sie sich ein Boot und sehen Sie zu, dass Sie einen Fluss finden. Aye, aye, Captain. Achten Sie auf die Strömungen, dass der Anker nicht schliert. Aye, aye, Captain.
Machen Sie schon, Cox. Das Landschaftsbild war abstoßend und wir wollten nicht länger als nötig bleiben. Wir hatten vor, einige Sondierungen zu machen und neuen Proviant zu besorgen. Das Inferno vorgestellt. Ein Vorgeschmack auf die Hölle. Ich sah noch nie so hässliche Kreaturen. Das ist eine dämonische Gegend. Gehen wir weiter, bevor wir den Verstand verlieren. Nie zuvor sahen wir Eidechsen, die im offenen Meer schwammen und sich daraus auch ernährten. Wenn diese abstoßenden Kreaturen hier tatsächlich einmalig waren und die Inseln das Resultat einer relativ jungen vulkanischen Eruption darstellten, würden diese Umstände fundamentale Fragen aufwerfen. Der Lavaboden war von unterirdischen Gasen wie ein Sieb durchbrochen. An manchen Stellen müssen diese Gase riesige Blasen gebildet haben, und als sie dann platzten, blieben tiefe, kreisförmige Senken zurück. Dort wuchsen kleine Bäume und Sträucher, die von Rinnsalen bewässert wurden. Über das Lavafeld verstreut waren viele kleine Vulkankegel, 60 habe ich gezählt. Diese Vulkane sahen einer aus wie der andere und verliehen der Landschaft ein künstliches Aussehen, als ob sie von Menschenhand geschaffen wäre. Dies alles erinnerte mich an eine der großen Eisengießereien, die ich in Staffordshire gesehen hatte. Sehen Sie mal. Da winken, das sind Abdrücke von Bäumen. Das muss ganz langsam gebrannt haben, um einen solchen Abdruck zu hinterlassen. Ist das die Wurzel, Sir? Nein, das glaube ich nicht. Sieht mir eher aus wie ein Ast. Gewaltige Mengen Lava hatten die Flanken des Kraters durchbrochen oder flossen über seine Ränder hinweg wie aufwallende Flüssigkeiten über den Rand eines Topfes strömen. Alles, was sich ihr in den Weg stellte, wurde von der glühenden Lava überströmt, die sich am Küstenstreifen über viele Meilen hin verbreitete. Als sie auskühlte, verformte sie sich zu den verworrensten Mustern. Manche Stellen waren glatt wie ein See, andere boten das Bild eines bei Sturm erstarrten Meeres.
Wo sind Sie, Darwin? Sehen Sie sich das an, Fitzroy. Es sieht aus, als wäre es erst gestern entstanden. Ich bezweifle, dass Sie meiner Meinung sind. Ich glaube, dass diese Inseln viel später entstanden sind als das südamerikanische Festland. Ganz im Gegenteil, mein lieber Philosoph. Ich bin zu derselben Auffassung gekommen. Irgendeine gewaltige Explosion muss sich am Meeresboden ereignet haben. Glauben Sie, dass diese Inseln einmal miteinander verbunden waren? Dazu sind sie zu zerstreut. Und die dazwischenliegende Meerestiefe scheint mir zu groß zu sein. Dort, wo die Lava sich direkt ins Meer ergoss, war die Küste von abstoßendem Charakter. Inmitten dieser Trostlosigkeit waren die Krabben das Einzige, was mein Auge fesselte. Eine Menge leuchtend farbiger Kreaturen, die ihre Existenz an der Küstenlinie fristeten. Seeleute gaben ihr den Namen Sally Lightfoot. Sie hätten sie kaum so benannt, wenn sie mit angesehen hätten, mit welcher Brutalität Sally Lightfoot ihre eigene Art kannibalisierte. Manche Dinge, die dem menschlichen Gefühl widerwärtig erscheinen, können in der Natur die Basis im Kampf ums Überleben darstellen. Bei Ebbe bekamen die Krabben von merkwürdig aussehenden Leguanen Gesellschaft. Seefahrer, die vor uns diese Inseln besuchten, waren der Meinung, dass diese Leguan-Art, die in der Lage war zu schwimmen, sich von Fischen ernährt. Ich habe von einigen Tieren den Magen untersucht, fand jedoch keine Spur von Fisch und kam zu dem Schluss, dass sie sich gänzlich von Seetang ernährt haben müssen. Meines Wissens sind dies die einzigen an Land lebenden Tiere, die ihre Nahrung ausschließlich am Meeresboden suchen. Die Füße dieser riesigen Eidechsen hatten teilweise Schwimmhäute und starke Krallen, mit denen sie sich auf den glitschigen Steinen festhalten konnten. Obwohl diese Tiere hier in Massen leben, sah ich nie eines von ihnen weiter als 10 Meter von der Küste entfernt. Von ihrer einfachen und unbeholfenen Fortbewegungsart an Land darf man sich nicht irreführen lassen. Im Wasser bewegen sich diese Eidechsen flink und mit enormer Wendigkeit. Sie legen ihre Beine beinahe bewegungslos an ihren Körper und erzielen durch die Bewegung des abgeflachten Schwanzes eine beachtliche Schubkraft. Wir waren überrascht, dass sich Tiere, die sich in so hohem Maße dem Meer angepasst hatten, lieber am Schwanz packen und fangen ließen, als ins Wasser zu flüchten. Der Instinkt hatte diese Tiere scheinbar gelehrt, dass das Land und nicht das Meer für sie Sicherheit bedeutet. Den größten Teil des Tages verbrachten die Leguane beim Sonnenbaden und ließen sich von Spottdrosseln, Zecken und anderes Ungeziefer aus der Haut picken. Zeitweise liegen sie flach auf dem Lavagestein, um viel Hitze aufnehmen zu können. Dann wiederum stellen sie sich hin, um vom Wind Kühlung zu erfahren. Auf diese Weise regulieren sie ihre Körpertemperatur. Auf manchen Inseln waren die männlichen Leguane einheitlich grau,
auf anderen wiederum leuchtend farbig. Verwirrt von dieser Tatsache, fing ich an zu überlegen, ob möglicherweise jede dieser Inseln ihre besondere Art schwimmender Leguane hat und wenn ja, warum dies so war. Sicher hatten es die starken Strömungen und die vielen Haifische unmöglich gemacht, von Insel zu schwimmen. Derartige Gedanken bestärkten im wachsenden Maße meine Annahme, dass die Naturgeschichte der Galapagos etwas ganz Besonderes war. Ich kann mir denken, warum die Südamerikaner ihre Verbrecher hierher schickten. Wozu taugt die Gegend sonst? Ach, ich muss zugeben, ich wäre auch lieber tot, als den Rest meines Lebens hier verbringen zu müssen. Und dennoch sind Sie hier, Wickham. Aber ich habe ja immer gesagt, dass es bei seiner Majestät Marine nicht viel besser ist als bei einer Strafkolonie. Willkommen an Bord, Sir. Danke, Wickham. Nehmen Sie wieder Platz, Gentlemen. Sie werden sicher auch unter der Hitze leiden. Aber was sollen wir tun, wenn kein Wind aufkommt? Hier ist es wenigstens kühler als an Land. Wie sieht es denn mit unserem Trinkwasser aus? Unverändert ernst, Sir. Ich fürchte, wir müssen bald auf halbe Ration gehen. Nun, vielleicht kann ich Sie ein wenig aufmuntern, wenn ich Ihnen sage, dass wir morgen Kurs auf Charles Island nehmen und den dortigen Gouverneur aufsuchen. Er ist ein Engländer namens Lawson. Um es direkt zu sagen, bei ihm bekommen wir Trinkwasser. Ist der Philosoph mit Ihnen zurückgekommen, Sir? Ja, er ist auf dem Weg zum Kartenraum, um seine Proben auszupacken. Er ist wieder voll von neuen Theorien, die nie im Buch Genesis standen. Aha. Obwohl Walfänger und Seeräuber seit langem die Galapagos-Inseln besuchten, war die einzige Siedlung auf Charles Island. Die hohen Krater waren dicht mit Vegetation überwuchert, aber die Niederungen waren ebenso karg wie die der anderen Inseln. Nach einer kurzen Wegstrecke über Land kamen wir an einen Salzsee, der von Flamingos bevölkert war, die nach Nahrung suchten. Ich war erstaunt, dass hier überhaupt Tiere existieren konnten. Aber dies war eine Welt für sich. Fast überall auf der Erde, ob an Salzseen, den Tiefen des Ozeans, den oberen Regionen der Atmosphäre, sogar im ewigen Eis, scheint die Basis für organisches Leben in irgendeiner Form zu bestehen. Dies ist die Kraft der schöpferischen Macht. Überall existiert Leben. Im Hochland stießen wir auf die größten Bewohner der Insel, von denen die Galapagos auch ihren Namen haben. Die Schildkröten sind in großer Zahl auf all diesen Inseln zu finden. Sie leben in den höheren, feuchten Regionen wie auch in den Niederungen und trockenen Zonen. Sie schienen wie vorsintflutliche Ungeheuer oder sogar wie Bewohner eines anderen Planeten. Ich benutzte die Gelegenheit, um mein reiterisches Können unter Beweis zu stellen. Nur das Temperament und die Geschwindigkeit dieser Tiere ließ zu wünschen übrig. Ihre trägen Bewegungen, ihr langes Leben sowie ihre unveränderte Existenz ließen sie so uralt erscheinen wie die Zeit selbst. Und wieder wurden meine Gedanken von denselben großen Fragen beherrscht, jetzt stärker als je zuvor. Wenn diese Inseln sich als jüngere geologische Formation als das kontinentale Festland 600 Meilen von hier erweisen sollten, auf welche Weise haben diese Ungeheuer ihren Weg hierher gefunden? Fitzroys Antwort auf diese Frage bestand darin, dass er aufs jüngste Gericht verwies, wo alle Mysterien offenbart wurden.
Aber ich wollte nicht akzeptieren, dass diese außergewöhnlichen Inseln mit all dem Leben, was sie beherbergten, das Resultat eines gleichzeitigen Schöpfungsaktes waren. In den höheren, feuchten Regionen gab es keinen Nahrungsmangel für die Schildkröten. Weswegen ich mich fragte, warum sie überhaupt zum Teil in den trockeneren Gegenden lebten. Sie hatten eine besondere Vorliebe für eine apfelartige Frucht, die sogenannte Manzanillo. Für den Menschen ist diese Frucht giftig. Covington, geben Sie mir das Tuch bitte. Schon die bloße Berührung verursacht schmerzhafte Hautausschläge. Und wir waren entsprechend vorsichtig beim Pflücken. Das Gift hatte auf die Schildkröten keinerlei Wirkung. Die Frucht wurde von der Schildkröte bis auf die Farbe völlig unverändert ausgeschieden. Wenn die Frucht also für die Schildkröten als Nahrung nicht zum Vorteil war, dann kann man nur hoffen, dass sie ihnen wenigstens bei der Verdauung geholfen hat. Buenos días, señores. Bueno, ¿desea un poco de sopa? Ah, sí, gracias. Schildkrötensuppe. Können Sie fragen, warum die Schildkröten bis hier heraufkommen? Señor, ¿por qué suben los Galápagos hasta acá arriba? Prefieren tuna. Como necesitan mucha agua, tienen que subir a la laguna de esta área. Sí. Sagt, sie bevorzugen den Kaktus in der Tiefebene. Aber weil sie so enorme Trinker sind, mussten sie den weiten Weg hier herauf machen. Weil in dieser Hochebene die einzigen Tümpel sind. Die haben scheinbar dieselben Probleme wie wir mit dem Schiff. Sie müssen so viel Wasser wie möglich an Bord nehmen und versuchen, so lange wie möglich damit auszukommen. Wie lange brauchen die wohl hierauf? Señor, ¿cuánto tiempo necesita para subir? Caminan de noche. Y hace alrededor de 8 millas en 3 noches. Er sagt, die Schildkröten wandern hauptsächlich nachts. Sie wandern 8 Meilen in 2 oder 3 Nächten. Wickham wird ein paar Knoten mehr aus ihnen rausholen. Zwischen Rauch- und Schwefellöchern bahnten sich die riesigen Reptilien ihren Weg zu den Wasserlöchern. Auf eine gewisse Weise ist die Schildkröte dem Frosch sehr ähnlich. In Gegenden, wo Wasser sehr knapp ist, haben diese beiden Arten die Fähigkeit entwickelt, ihre Blase als Reservoir zu benutzen. Wenn die ortsansässige Bevölkerung an Durst leidet, töten sie manchmal eine Schildkröte und trinken den Inhalt ihrer Blase. Aus Neugierde machte ich das auch und stellte fest, dass die Flüssigkeit zwar etwas bitter, aber sehr schmackhaft war. Während der Brutzeit kam es zwischen den großen männlichen Schildkröten zu erheblichen Auseinandersetzungen um die Gunst der viel kleineren Weibchen. Oft benutzten die Weibchen diese Gelegenheit, um sich aus dem Staub zu machen. Wenn dann eins der männlichen Tiere dem Weibchen folgte, war dies eine Gelegenheit, Schildkröten in ihrer maximalen Geschwindigkeit zu beobachten. Es war schwer festzustellen, ob die Weibchen den ehrlichen Wunsch hatten, ihrem Schicksal zu entgehen, oder ob ihr Weglaufen nur als amoröses Spiel zu werten war. Zweifellos hatte das Ritual zur Folge, dass nur die stärksten und geschicktesten Männchen, die Art fortzupflanzen, in der Lage waren. Ja,
Aus einer solchen Verbindung gehen bis zu 20 Eier hervor. Aber auch nicht annähernd so viele junge Schildkröten werden überleben. Die Eier und die geschlüpften Schildkröten werden größtenteils Beute von Vögeln und Aasgeiern. Am darauffolgenden Abend waren wir beim Gouverneur zu Gast. Kalbfleisch vielleicht. Raten Sie, Captain Fitzroy. Ich würde eher sagen, Schweinefleisch. Auch falsch. Gentlemen, Sie essen und offenbar genießen Sie es auch. Schildkröte à la Galapagos. Natürlich, wir hätten es wissen müssen. Wir stolpern über diese Tiere seit unserer Ankunft. Darwin ist sogar auf einer geritten. Hier kann sich eine ganze Familie eine Woche lang von einer Schildkröte ernähren. Wie viele Menschen leben hier, Gouverneur? Etwa 200. Hauptsächlich Gefangene und einige Jäger. Manche haben sich hier niedergelassen und Familien gegründet. Es gibt hier keine Probleme. Ein Vorteil ist, dass hier niemand zu arbeiten braucht. Man geht einfach vor die Tür, schießt ein paar zahme Vögel und hat ein Abendessen. Aber wenn ein Schiff anlegt, beginnt das große Schlachten. Ich habe einmal die Matrosen einer britischen Fregatte beobachtet, die an einem Tag am Strand mehr als 200 Schildkröten töteten. Wie lange wird das gehen? Im Moment herrscht noch kein Mangel, aber in 20 Jahren sieht das schon ganz anders aus. José, schenk nach. Mr. Darwin, manche dieser Riesenschildkröten erreichen ein immenses Alter. Nach dem Essen möchte ich Ihnen etwas zeigen, worauf ich besonders stolz bin. Wird denn das Leben hier nicht manchmal langweilig? Für Sie persönlich, meine ich, Mr. Lawson. Ich bin es gewöhnt. Ich möchte nicht nach Hause, aber eines Tages werde ich es wohl müssen. Einige Unbequemlichkeiten habe ich natürlich. Meine Bücher und Papiere werden feucht und schimmlig und wir können das Salz nicht trocken halten. Aber ich lebe gut, ganz ohne Zweifel. Also hier, Gentlemen. Sie werden kaum etwas Größeres sehen, nicht in unseren Zeiten, fürchte ich. Er ist riesig. Wie viel würde das Tier lebend wiegen? Bestimmt über 300 Kilo, würde ich meinen. 6 Seeleute versuchten, das Tier in ein Boot zu hieven. Aber es gelang ihnen nicht. Sie ließen das arme Tier auf dem Rücken liegen und so verendete es dann. Es hatte ein schönes Alter, sehen Sie. 1786, das ist fast 50 Jahre her. Das Tier war bestimmt doppelt so alt. Wer immer das eingeschnitten hat, der hat sich sicherlich nur an einem großen Exemplar die Mühe gemacht. Von welcher Insel stammt es? James Island. Werden da die größten gefunden? Nein, die großen finden Sie überall. Es ist mehr eine Frage des Musters und die Form des Panzers. Sie meinen, die Schildkröten jeder Insel sind verschieden? Absolut. Zeigen Sie mir irgendeine Schildkröte und ich sage Ihnen, von welcher Insel sie stammt. Aber Boden und Vegetation sind auf allen Inseln gleich. Ja, sie alle fressen Kakteen und so. Aber wenn Sie so lange hier sind wie ich, dann kennen Sie den Unterschied. Zum Beispiel die Schildkröten von Hood Island haben einen dicken Panzer und sind vorne hochgewölbt wie ein spanischer Sattel. Die wir zum Abendessen hatten, kamen von James Island. Die sind besser im Geschmack. Aber es ist wirklich eine Frage der Form des Panzers. Ich denke, wir müssen nun zurück zum Schiff. Sie waren sehr freundlich, Gouverneur. Nicht zu danken. Ein neues Gesicht ist immer willkommen. Wir hatten erwartet, dass die Galapagos steinig und kahl wären. Nun war ich erstaunt, in welchem Maß kreatives Leben auf mich einwirkte. Ich hätte nie gedacht, dass eine Inselgruppe, deren Inseln 50 oder 60 Meilen auseinander lagen, dasselbe Gestein aufwiesen, vom gleichen Klima beeinflusst und beinahe gleich hoch über dem Meeresspiegel lagen, eine derartige Vielfalt, manchmal innerhalb derselben Art, hervorbringen konnte. Nicht die Entfernung zum Festland, sondern die Entfernung der Inseln untereinander war es, was mir die Beweise, nach denen ich suchte, lieferte. Wie auch immer die verschiedenen Lebensformen diese Ufer erreicht haben mögen, vom Wind getragen an den Krallen oder im Gefieder von Vögeln oder auf Treibholz schwimmend. Wie viel verschiedene Arten diese gefährliche Überfahrt auch überlebt haben mögen. Die Tatsache, dass sich nach ihrer Ankunft Veränderungen sogar innerhalb der eigenen Art vollzogen, konnte nicht länger bezweifelt oder übersehen werden.
Auf Galapagos fühlte ich mich in Zeit und Raum dem Rätsel der Rätsel, dem Anbeginn allen Lebens auf dieser Erde, nahegebracht.